Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play GP 500. Wir starten genau jetzt mit dem Rennen in Assen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Wir starten von der Pole Position. Hoffentlich wird das ein gutes Rennen mal ohne Crash von uns. Wäre mal ein Wunder. Ja, fahren nur 4 Runden, weil die Strecke ja mit über 6 Kilometern sehr lang ist. Ja, sind wir schon wieder vor auf Platz Nummer 2. Mal schauen, ob wir das heute sturzfrei hinbekommen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn man sich die letzten Rennen angeschaut hat. Viele Leute, hoffe ich, werden wissen, von was ich spreche. Wenn ihr nicht wisst, guckt euch einfach mal die letzten Rennen an. Gerade Frankreich. Paul Ricard. Ja. Das erklärt auch dann unsere Position in der WM-Wertung mit Platz 14. Sind wir, haben wir uns bis hierhin noch nicht mit rumbekleckert. Es liegt wirklich daran, dass wir andauernd stürzen. Ja, komm mal kurz raus, aber Hauptsache wir stürzen nicht, ist meine Devise heute. Auch nicht. Oh, das war schon wieder viel zu riskant. Yay, Wiedersehen. So ein Konkurrent weniger ist das, auch wenn er nicht hingeflogen ist, sonst gäbe es. Oh, doch, er ist hingeflogen wahrscheinlich. Graffard. Und schon wieder gelb. McCoy. Wenn das so weitergeht, kann ich schon letzter werden, ein bisschen in den Punkten. Aber ich will nicht letzter werden, ich will viele Punkte holen. Nein. Gut, komm. Zum Glück ist ja dann die Boxengasseneinfahrt. Abkürzen, abkürzen. Okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Bloß, ich hätte die rechts. Ich hätte rechts nicht mehr richtig bekommen und dort schaut die links. Nee, oh, das ist so uneinsehbar hier. Wow, lag nicht. So. Ich versuche jetzt hier wenigstens ein bisschen an, in dem hier vorne dran zu bleiben und auf jeden Fall meine fünfte Position zu verteidigen. Wir sind nur 3 vor uns, also der erste ist schon weit weg. Sehr weit weg. Nee, 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 so geht's nicht hier. Wirklich. Da kommt in mich reingekracht. Also oh ja, die Kurve war schön, die Kurve war echt schön und dadurch sind wir auf Platz 4 vorgeprescht. Vorgeprescht. Platz 4 wäre schon mal eine super Position, wäre unsere erste Top 10 Platzierung, plus ich bin irgendwie auf Podium heute aus. Mann, ey, warum zeigt denn der mir den Punkt zu spät? Ey, habt ihr das gesehen, wenn ich hier bremsen sollte laut Computer? Das hätte kein Mensch mehr geschafft. Scheißendreck, Alter. Schon wieder sind wir gestürzt, aber das war nicht meine Schuld. Zum Start übers Frühbremsen. Wirklich. Da wurden zwar ja der Computergegner ein bisschen fehlprogrammiert, sage ich mal. Ich will eine Top 10 Platzierung. Heute am Jahr. Assen ist eine geile Strecke. Wumms. Boah, ich gehe hier voll mit der Brechstange ran. Ja, ich meine, bei nur noch 2 Runden. Ist das, glaube ich, vertretbar? Ja, so. Komm, jetzt halt mal einen Schluss an die, da sind wir schon Achter. Dann sind wir schon Achter. Nein! Was ist jetzt schon wieder?
Das schaut like, Alter. Da habe ich kurz unten auf die Rundenzeit geguckt und hab. Und dann war auch noch ein kleiner Leck dabei. Ach nee. Ja, genau, fahren mich rein. Obwohl, ich bin nicht besser. Ja, okay. Ja, sieht man da. Nein. Ist jetzt nicht wahr, oder? Alter, leck mich doch, ey. Warum bleibst denn du nicht einfach mal sitzen? Nee, komm schon. Ach, nee, ja. Jetzt sind wir schon wieder außerhalb der Punkte. Mit die Kurve. Nein, ey, schon wieder nicht. Wie früh soll ich denn dort bremsen? Boah, ey. Komm, los, jetzt, ja. Nein, 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 nein. Boah, jetzt wäre schon was wieder hingeflogen. Die Kurve geht voll. Die Kurve geht auch voll. Die Kurve geht nicht voll. Oh doch, die geht auch voll. Scheiße, das war die falsche. Jetzt habe ich mich nicht mehr daran erinnert. Kacke. Also um Platz 20 wollte ich eigentlich nicht kämpfen. Also jetzt nur noch Gras benutzt hier. Aber das ist mir jetzt sowas von egal, letzte Runde. Schaffen wir es nachher 5 Plätze aufzuholen? Ich glaube nein. Oh, Kacke. Die Kurve wollte ich zu doll schneiden. Mach doch mal Korps dorthin. Da verliere ich Menschen keine Geschwindigkeit. Jetzt fliegst du nicht mehr hin, oder was, ey? Schaut, oder? Mann, ey. Ich war jetzt mit 150%. Es ist mir jetzt sowas von egal, ob das jetzt ja Körbs sind oder normale Straße. Ist mir echt egal. So, ja, mitgelernt Frühbremsen. Dann schafft man die Kurve auch. Jetzt stürzt der wirklich nicht mehr. Ich freue mich. Leck mich an.